Hola Leute und herzlich willkommen zu Let's Play Assassin's Creed Revelations. Und ich sag das gerade bewusst so feierlich, weil ich meine schriftlichen Abiturprüfungen fertig habe und deshalb jetzt ganz viel aufnehmen kann und das hier so das erste Projekt ist, was ich euch jetzt hier wieder zeigen möchte und deshalb machen wir jetzt hier auch direkt weiter und verlieren gar keine Zeit. Ja, meine Prüfungen sind eigentlich ganz gut gelaufen. Ich hoffe, dass mein Gefühl mich da jetzt nicht täuscht und wir werden jetzt hier die Meister-Assassinen-Mission annehmen. So, dann mach mal. Ja, ich habe mich so gefreut, endlich wieder aufnehmen zu dürfen oder aufnehmen zu können. Ja, möchte ich. Ich habe mich so gefreut, jetzt hier endlich weitermachen zu können. War es das schon? Ach nee, wir können den jetzt hier noch anquatschen. Oh, der Wesir, Teil 1. Treten Sie in einem Rennen gegen Ihren Rekruten an. Das Rennen gegen Ihren Rekruten, na toll. Rennen sind ja jetzt nicht unbedingt so meine Stärke, weil ich nie finde, wo man langlaufen muss. Mentor, es heißt, ihr hättet noch den Elan und die Stärke eines 20-Jährigen. Ich halte mich in Form. Wie wäre es mit einem Rennen? Musst du kurz das mal einen wäre eine trinken? Gute Übung. Fangt an und ich folge euch. Ja, schön. Gut, Ezio. Super. Das ist ungewöhnlich. Nein! Nein! Jetzt hängt er da hinter dieser Leiter fest. Ne, ich glaub's auch. Können wir das bitte nochmal neu starten? Oh. So was hasse ich ja, wenn die dann hinter so einer Leiter festhalten und dann man ewig da nicht runterkommt, weil immer wieder die Leiter, weil der immer wieder die Leiter hoch will. Entschuldigt Leute, aber das wäre eh nichts geworden. Ich hätte mir die Strecke zwar schon mal angucken können, aber. Mentor, es heißt, ihr hättet noch den Elan und die Stärke eines 20-Jährigen. Steuerung hier. Ich halte mich in Form. Wie wäre es mit einem Rennen? Das wäre eine gute Übung. Fangt an und ich folge euch. Guti! Fangt an und ich folge euch. Sah jetzt in dem Fall so aus, dass ich schon mal hier lang gegangen bin einfach. Das Gute ist, dass man hier gerade nicht klettern muss. Zack. Hoch da. Ach. Das war's. Schön. Dieser Templer yeah. Führt etwas im Schilde. Wir sollten ihm folgen. Jetzt haben wir wenigstens volle Synchronisation gekriegt. Oh, wir sollen ihm folgen. Entschuldige ich. Bin wirklich ein bisschen blöd. Ich dachte, wir müssen den jetzt töten. Nicht ihm folgen. Du siehst mich gar nicht. Ich bin nämlich zu weit weg. Du hast kein Fernglas. Uahaha. So ein Loop, wenn ich mal ein Fernglas einstecke, braucht man doch. Er wird sich noch etwas antun. Den merkwürdigen Mann beobachten. Achso. Bin ich sprachlos. Muss ich dahin, wo mein Rekrut hingelaufen ist? Alles klar. So. Lass ihn nicht entkommen. Halte ihn! Ich kümmere mich darum, Mentor. Gut, jetzt dürfen wir ihn aber eliminieren. Wenn Ezio denn mal loslaufen würde. Gut, dass hier wenig Verkehr ist, also wenig Menschen rumlaufen. Bam! Das hatte er bei sich, Mentor. Super. Es muss dem Visier super gehören, gemacht, den er mein lieber Assassinenbruder. Ihr kümmert euch um die Leiche. Ich bringe das Dokument. Ich freue mich so endlich wieder aufnehmen zu können. Das hat mir schon sehr gefehlt. Weil Lernen ist jetzt auch nicht gerade das Spaßigste, könnt ihr euch ja vielleicht vorstellen. Und wenn man den ganzen Tag irgendwie am Lernen ist und dann zwischendurch mal vielleicht eine Stunde Zeit hat oder so, oder mal sich eine Abendzeit nimmt, um ein bisschen zu entspannen und dann was zu zocken, dann kann man auch einfach nicht aufnehmen, weil Aufnehmen einfach ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nimmt. Weil das ist ja hier nicht nur Aufnehmen, sondern, ups, ein bisschen Leben verloren. Ich nehme nicht nur auf, ich muss das ja auch noch rendern und dann hochladen und dann noch eure Kommentare, die ich ja auch in der Zeit auch immer noch gelesen habe, ganz fleißig und mich gefreut habe und euch geantwortet habe. Aber jetzt wäre Demütigung von der hohen Pforte erspart. Abdank, Effendim. Und das ist der Assassine, der euch heute beistand?
Genießt den Rest eures Tages. Der hat was Lilanes an, ist der schwul. Lila ist die Farbe der Unbefriedigten, sozusagen. Also, ne? Ihr wisst, wie ich das meine. Jedenfalls freue ich mich sehr, wieder aufnehmen zu können. Auch wenn ich jetzt noch eine Prüfung vor mir habe, zwar eine mündliche Prüfung, aber die ist Anfang Mai und die werde ich nicht so viel für lernen müssen, weil ja ich mich in einem relativ einfachen Fach prüfe. Entschuldigung. Ach so, ich wollte den ja noch vielleicht beklauen. Und ihren Einwohnern gewidmet und wird in allen Stadtbibliotheken präsentiert. Lass mal gucken, wie war nochmal die Taste für beklauen? Aber lasst mich doch einfach hier wegrennen, bitte. Ich möchte nämlich gerne zu Sophia. Mi amore. Wenn ich mi amore, die ist, glaube ich, ein bisschen jung für uns. Also. Zunächst möchte ich zu der Bank, die hier noch nicht ausgebaut ist. Lass mich hier ganz runter, bitte. Danke. So. Ja, möchte ich. Ich habe ja relativ viel Geld. Ich dachte gerade, ich habe über 100.000, aber dann habe ich gesehen, dass es doch nur über 10.000 sind. Wenn man mal überlegt, dass wir in der alle 20 Minuten 6.000 dazu bekommen, ist ja schon ein ordentlicher Verdienst. Den anquatschen, bitte. Und ich weiß gar nicht, ob wir Geld auf der Bank haben. Nee, wahrscheinlich. Natürlich. Oh, natürlich nicht. Dann bis später. Mehr möchte ich jetzt hier gerade gar nicht renovieren, denn sonst haben wir hier den Templerkenntnisstand ganz ruckzuck auf voll. Auf voll. Das sagt man auch immer so. Mhm. Ich guck mal gerade auf die Karte, was das hier ist. Ist das hier noch eine Meister-Assassinen-Mission? Oder was ist das? Scroll doch mal rein. Hallo? Er scrollt gar nicht rein. Ist mein Scrollrad kaputt? Oder scroll... Warum zoomen? Irgendwas stimmt hier gerade nicht. Ich wollte doch zoomen. Jedenfalls Meister-Assassinen-Mission. Ich habe irgendwie gerade auch nur 12 FPS. Ja, geil. Wo ist denn die Mission mit Sophia? Wo ist die denn? Ich finde die gar nicht. Achso. Hier sind überall jetzt so eine Mission. Was ist das hier? Meistens ist eine Mission auch. So, ja. Achso, hier. Ach. Was ist das? Markiansäule. Sophia-Erinnerung. Achso. Ja gut, dann haben wir es ja gar nicht mal so weit. Von seiner Geschäftsreise zurück. Ich sollte wohl das Abendbrot kochen. Warum auch immer es gerade so geleckt hat, in einem unbewegten Bild. Naja. Okay, ich habe im Hintergrund noch ein Spiel laufen. Das war vielleicht nicht unbedingt die beste Entscheidung. Aber wir haben noch gar keinen weiteren Assassinen auf Stufe 10, ne? Ach doch. Zack. Zack. Hallöchen. Da machen wir das jetzt auch noch gerade. Mentor, ich hörte einige schlimme Gerüchte. Erzählt. Wir haben Grund zur Annahme, dass ein orthodoxer Diakon den Patriarchen von Konstantinie ermorden will. Wissen wir, wer dieser Diakon ist? Noch nicht. Es gibt keine Hinweise. Aha, eine Frau. Wir brauchen zuerst einen Namen. Sie sieht aber nicht aus wie eine Frau. Es dient unserer Sache nicht, wenn wir jeden Geistlichen zwischen Bursa und Belgrado erschlagen. Vieni, wir hören uns um, mal sehen, was wir in Erfahrung bringen. Der Diakon, Teil 1. Finden Sie heraus, wer hinter dem geplanten Mord am orthodoxen Patriarchen von Konstantinie steckt. Den Kirchenfunktionär beim ersten Versuch finden. Aha. Gut. Wäre natürlich gut, wenn ich vorher weiß, wo der ist. Wie ist euer Plan, Mentor? Die orthodoxe Enklave in der Stadt ist zu klein für große Geheimnisse. Wir stellen den Geistlichen ein paar Fragen und bringen sie zum Antworten, falls nötig. Ich finde die Mission eigentlich ganz cool gemacht. Was ist das hier für einer? Ach so, meinen die das? Was, Wolves? Gott! Ich
habe gerade F gedrückt. Ja, das war gerade natürlich doof, wenn ich im Ala-Augen-Kram dran bin. So, wir hätten natürlich auch einfach gucken können, wo der Typ hingelaufen ist. Und der ist es. Guti. Es gibt Gerüchte, dass ein abtrünniger Diakon den Patriarchen bedroht. Ich hoffe, wir haben noch Medizin dabei. Fällt euch dazu etwas ein? Ah ja, wir kennen diese Gerüchte auch. Und der Name dahinter ist immer derselbe. Kyrill von Rhodos. Der Patriarch verstieß ihn vor einigen Jahren wegen grober Missetaten. Er wurde verbannt. Ein Anathema. Falls ihr ihn in der Stadt seht, könnt ihr sicher sein, dass er nichts Gutes im Sinn hat. Was habt ihr erfahren? Unser Ziel heißt Kyrill von Rhodos, ein verbannter Diakon. Ha, wir haben noch Medizin, sauber. Hat sich jetzt sogar gerade gelohnt. Die kann ja auch klettern, super. Sonst wäre sie ja auch nicht Assassinin. Das ist bestimmt über uns. Geschmeidig wie eine Katze. Ja, richtig geschmeidig, wie er da die Säule runterflatscht. Sag ich ja. Nein. Interessant. So. Aber warum? Da rein. Haltet ein. Hier gibt es eine Menge Geistlicher. Jetzt? Hallo, kommst du auch mit rein? Ich weiß, was zu tun ist, Mentor. Danke. Wenn ich eine Möglichkeit sehe, ihn zu eliminieren, ergreife ich sie. Ich kann gerade meine Maus nicht mehr bewegen. Achso. Ich habe ihn, Mentor. Halt! Das ist nicht unser Ziel. Blöde Kuh. Voreiliger Narr, ihr habt einen Unschuldigen getötet. Ich bin untröstlich, Mentor. Närrin, hätte er eigentlich sagen müssen. Selbst aber wahrscheinlich haben die das nicht für andere beide. Andere tun es nicht. Beschleichen sie auch nicht. Nehmt seine Leiche und tragt sie zur Küste. Das ist das Joch, das ihr tragen müsst. Er bestraft sie. Mission, die Stadt. Guten Abend. Aha. Oh. Hallo! Bleibt bei mir. Danke. Ich plündere die mal eben. Man kann ja nie wissen, was sie so mit haben. Medizin. Gut. Und noch einer war da. Dreckiger Heide! Du verdirbst deine Seele! Gut, dann kommen wir ja jetzt hier durch, ne? Sehr schön. Haben wir doch super gelöst, finde ich. Gut, dass der eine da gerade weggegangen ist. Übergebt diesen armen Mann der See und denkt über eure Fehler nach. Evette, Mentor. Möge die Scham, die ich spüre, nie vergehen. Wie lässig sie ihn da reinschmeißt. Super. Ja, ich würde ja fast vorschlagen. Wir versuchen hier gerade nochmal. Vielleicht funktioniert es ja jetzt. Aha. Ich weiß nicht, was da gerade eben falsch lief, aber irgendwas lief auf jeden Fall falsch. Wir suchen jetzt mal den Herold, der da ist. Janitscharen heißen übrigens die Wachen hier, die gerade hinter mir sind. Die sollten wir möglichst nicht angreifen. Ne, das sind gar nicht mal Janitscharen. Aber der Typ, der gerade eben weggegangen ist, das war ein Janitschar. Ich habe gerade nur wegen dem Wort überlegt gehabt. Da. Das sind auch keine. Jedenfalls, sollte man sich mit den Janitscharen nicht anlegen. Die Janitscharen sind nämlich sehr gefährlich. Und dann rennen wir mal schnell weg, weil sonst ist der böse auf uns. Sehr gut. Zack. Umgenuppt. Und die auch.
einmal durch die Menge durchmähen. Das macht immer Spaß. Hier steht irgendwo noch eine Templerfeste, die nicht uns gehört. Das finde ich sehr schade. Ja, muss ich ja mal zugeben. Und hier ist noch ein Adler. Ein Adler? Adlerhorst. Adlerturm. Wie nennt man das denn? Wie komme ich denn jetzt auf Adler? Nur weil da oben immer Adler sind? Habe ich noch nie gesehen. Jedenfalls ist da ein Aussichtsturm, den möchte ich gerne haben. Huch, was macht er denn? Hey! Das ist ungewöhnlich. So, hier kommen wir ja einmal rum. Hier ist voll den Umweg, ne? Rosenmoschee. Das möchte ich mir jetzt durchlesen. Diese Moschee hieß ursprünglich Hagia Theodosia, nach einer Frau, die dort während des kurzen, aber gewalttätigen orthodoxen Ikonoklasmus im 8. Jahrhundert gefoltert wurde. Doch auch der Name Gülkami oder Rosenmoschee beruht auf einer Reihe eher tragischer Ereignisse. Die Legende erzählt, dass Kaiser Konstantin XI. Und der orthodoxe Patriarch am Vorabend des letzten Tages der osmanischen Belagerung Konstantinopels hier um ein Wunder gebetet hätten, welches sie vor dem sicheren Tod bewahren sollte. Als die Zeit für den Kaiser gekommen war, seine letzte Schlacht zu schlagen, blieben viele hundert seiner Landsleute in der Kirche, schmückten sie mit Rosenblüten und sangen endlose Gebete für seine Sicherheit. Am nächsten Tag brachen die Osmanen durch die Mauern und die Stadt fiel. Als Sultan Mehmeds Heer die Hagia Theodosia erreichten, war sie voller Rosenblütenblätter und schwermütiger Menschen. Alle Überlebenden wurden gefangen genommen und die Kirche wurde für die militärische Nutzung umgebaut. Einige Jahrzehnte später reparierten die Osmanen sie und nutzten sie fortan wieder für Gottesdienste. In Erinnerung an ihre letzten Tage als christliche Kirche nannte man sie fortan Rosenmoschee. Spannend. Das war übrigens gerade Ironie, also für alle, die das nicht erkannt haben. Achso, die Wachen und so. Aha. Ich bin mir nicht sicher, ob ich hier hin darf. Ach so, aha. Monster. Bestechen wir den kurz? Dann schnell weg, ne? Hui. Bevor der Typ böse auf uns wird, müssen wir ja mal kurz Valens-Aquädukt. Das werde ich mir jetzt nicht auch noch durchlesen. Aber es ist schon sehr spannend, was hier alles so ist. Ich finde das sehr interessant. Aha, schön. Und wie sollen wir da hin? Hier sind auch Wachen. Ah, vielleicht lassen die uns ja hier hoch. Na guck, das checken die gar nicht. Ja, super. Und sind hier oben auch welche? Nö. Aber da drin? Ist da irgendwas Cooles? Oh, da sind Schätze. Aha, hier müssen wir sowieso irgendwann mal rein, wegen dem Ding hier. Das Datenfragment-Dingens. Ich weiß gerade gar nicht, wie das heißt. So. Dann mal hoch hier, Ezio. Das sollten wir doch hinkriegen. Ich habe natürlich auch ewig nicht Assassin's Creed gespielt. Aber so kompliziert ist die Steuerung ja zum Glück nicht. Geht's noch weiter nach oben? Oder ist das hier schon? Aha! Tada! Das Ding ist bestimmt über mir noch. Oh, Desmonds Reise 3. Ja, ich wollte ja auch mal einen Part machen sozusagen, wo ich alle Desmonds Reise mache. Weil das im Zusammen, wenn das so zusammenhängt, dann ist es irgendwie besser. Kannst du da nicht hoch? So, doch, kann er. Hey, ich bin doch auf dem richtigen Turm, oder? Sag mir nicht, ich bin noch im falschen. Muss ich noch weiter nach oben? Nee, da ist es doch. Ha. Ich habe es erspäht. Ich drücke jetzt lieber nicht irgendwie was... Synchronisieren, eh drücken. Super. Was ist, wenn wir jetzt hier runterspringen? Wo kommt... Oh, was ist denn für ein Lager? Oh, na toll. Ich weiß nicht, was ist, wenn ich jetzt hier runterspringe. Ach, ich mache jetzt einfach mal. Zack. Wow, das ist aber hoch. Hui.
Hilfe auf dem Friedhof. Ach so, ja, hier können wir ja dann einfach wieder rauslaufen. Das ist doch schön. Gut, aber ich würde sagen, das machen wir erst im nächsten Part. Und im nächsten Part gehen wir dann auch wirklich zu Sophia. Das haben wir ja heute nicht so ganz geschafft, weil wir ein bisschen abgehalten wurden von einigen anderen Sachen. Aber im nächsten Part gehen wir wirklich zu Sophia und gucken mal, was wir da machen können. Bei der wurde ja auch eingebrochen und das Bild sollten wir ja zurückbringen. Ich weiß gar nicht, ob wir ihr das schon wiedergegeben haben. Naja, auf jeden Fall müssen wir zu Sophia. Und deshalb verabschiede ich mich jetzt erst einmal von euch und wir hören uns dann im nächsten Part wieder. Bis dann.